Servus Freunde, Shisha WG wieder hier für euch. Wir haben es in den Livestreams oft angekündigt. Ihr wisst Bescheid, was kommt. Heute der Vergleich ausländischer Alfacher Traubeminze gegen den deutschen Alfacher Traubeminze. Das ist die Produktion, wo schon die Nummern auf den Dosen stehen. Wir schauen uns heute einmal den Vergleich an zwischen den beiden. Und als erstes holen wir mal ein bisschen Tabak aus den Verpackungen raus und schauen uns den Schnitt an. Erstmal kräftig umrühren, damit das Ganze auch fair ist. Schauen wir uns als erstes mal den ausländischen Alfacher Traube Minze an. Ich mach mal genau so ein Köpfchen ungefähr auf den Teller. So ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein Köpfchen. So. Also wir sehen schon, der Tabak ist rot und äußerst fein, hat relativ viele von diesen kleinen Ästchen hier, die aber sehr, sehr fein und auch relativ weich sind. Von daher würde ich behaupten, die machen recht wenig. So, als nächstes holen wir ein bisschen von dem deutschen Alfacher Traubeminze aus dem Zipper. Vielen, vielen Dank nochmal an den guten Tyson, dass er uns hier den deutschen Alfacher zugeschickt hat, damit wir heute eben genau dieses Video machen können. So, packen wir den mal hier an die Seite. Jetzt sehen wir beide verschiedene Alfacher Traubeminze ausgepackt. Auf der Seite ist der ausländische und hier ist der deutsche. Wir sehen schon, dass auch der Schnitt ein wenig unterschiedlich ist. Mir kommt so vor, als wäre der ausländische deutlich, deutlich feiner geschnitten. Hier, wenn ich das mal zerlege, ihr seht das, das kann man wirklich bis in die kleinen Tabakfädchen auseinanderpolen. Und der Deutsche hat doch wirklich noch Plättchen, aber sollte auf jeden Fall beides klar gehen zum Kopfbau. Ich finde, das sieht bei beiden ziemlich gut aus. Ja, ich rauche Alfacher sowieso am liebsten im Tonkopf und da gehen auf jeden Fall beide klar. Ja, zum Ablauf, Freunde. Wir bauen jetzt jeweils ein Köpfchen im Brohood Phoenix. Selber Kopf ist beides die erste Produktion vom Brohood Phoenix, mit dem haben wir ein paar mehr Köpfe geraucht als mit dem. Ansonsten ist alles identisch. Wir benutzen dieselbe Pfeife, wir benutzen denselben Schlauch. Mit den Schläuchen haben wir exakt dieselben Köpfe geraucht. Also es ist wirklich alles genau gleich. Das Einzige, was unterschiedlich ist, beziehungsweise sind es zwei kleine Sachen. Erstens natürlich der Tabak. Und zweitens, wir benutzen andere Mundstücke. Es sind aber beides Glasmundstücke, die auch dieselben Köpfe gesehen haben. Von daher sollte das nicht ausschlaggebend für den Test sein. Identischer kriegen wir es auf keinen Fall hin. So, als nächstes machen wir weiter mit dem Kopfbau. So, Freunde, Shisha WG nimmt es natürlich ganz genau mit diesem Test. Wir packen auch exakt gleich viel Tabak in den Kopf. Ich würde sagen, wir fangen dann mit dem Deutschen an, weil von dem Ausländischen habe ich einiges mehr. Die Köpfe wiegen auch exakt gleich viel. Ich schnappe mir mal den Teller und dann fangen wir mal an, hier den Tabak ganz locker rein zu schubsen und bauen, wie wir immer den Kopf bauen, im Tonkopf. Also erstmal locker einfüllen. So, das war auch ein echt großzügiger Shot. Ich habe nicht mal alles aus dem Zipper raus. Also wir haben sogar noch mehr. Sollte der Deutsche taugen, können wir also auf jeden Fall noch ein Köpfchen rauchen. Zumindest im Hotshot. Wobei ich euch natürlich empfehlen würde, den guten Alfacher im Tonkopf zu rauchen. Ich finde, da erzielt man einfach geilere Ergebnisse mit Alfacher. So. Ja, da habe ich wirklich relativ genau ein Köpfchen abgemessen. So. Das sollte reichen, denke ich. Verteilen wir das Ganze mal noch ein wenig. So, locker eingefüllt, jetzt einfach den Tabak noch ein bisschen verteilen. So, hier ist es neben dran gefallen, das packen wir natürlich auch wieder rein, damit es fair bleibt. Und jetzt haben wir exakt, na, doch nicht, dann machen wir noch ein bisschen rein. Nehmen wir exakt 20 Gramm, wenn wir es hinkriegen. Nee, immer noch nicht. So, nehmen wir exakt 20 Gramm Tabak für den Deutschen und jetzt selbstverständlich auch gleich für den Ausländischen. Also 20 Gramm deutscher Alfacher sind jetzt in dem Kopf drin. Der kommt jetzt auf diese Genie Skyline hier. So, und bauen wir mal das zweite Köpfchen. Müsste ja jetzt wieder bei 0 rauskommen, sehr gut. Ich wisch nochmal den überschüssigen Tabak von der Zange ab. So, und bauen wir das zweite Köpfchen.
wieder locker den Tabak rein. Ich würde jetzt behaupten, das müsste nach weniger Tabak aussehen, weil der Tabak feiner geschnitten ist. Aber werden wir auf jeden Fall gleich sehen, wie 20 Gramm hier aussehen. Oder der Tabak hat durch seine Fädchenform trotzdem genau gleich viel Luft zwischendrin. Bauen wir auf jeden Fall mal 20 Gramm da rein und schauen uns mal an, wie das Ganze dann aussieht. Jetzt sind wir erst bei 17 Gramm. Ich muss das Ganze ein bisschen verteilen. So, ohne das anzudrücken. Wir wollen es ja locker haben. 18 Gramm, dann muss ich nochmal an die Tüte. So, 3 Gramm fehlen noch. So, jetzt haben wir genau 20 Gramm auch in dem Kopf. Ich verteile den Tabak noch so ein kleines bisschen. So, und so ist der Kopf fertig. Ihr seht, 20 Gramm ausländischer Alfacher auch in diesem Kopf. Und der kommt jetzt auf die Skyline hier. Ja, wir machen Kohle an, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich im Review wieder. So, Freunde, wir sind gerade mitten im Anrauchen. Wenn ihr euch fragt, warum das so lange dauert, wir haben natürlich weder die Broad Phoenixe kurz mit auf den Kohleanzünder gelegt, weder die Kohlen gewendet, weder die Kohlen in die Mitte gepackt. Die liegen beide ganz außen, also auf beiden Köpfen. Ja, auch exakt gleich, muss man dazu sagen. Also die genau. Liegen nicht auf den Streben oder sonst was, sondern direkt da, wo sie halt liegen sollen für, genau. Für den Anrauchen. Es dauert natürlich ein bisschen länger. Klar. Normal würden wir die beim Anrauchen ein bisschen weiter in die Mitte packen. Vor allem beim Anrauchen ziehen wir meistens auch an einer Shisha, deswegen geht das alles viel schneller. Aber ja. Ansonsten jetzt, so habt ihr auf jeden Fall den perfekten Vergleich. Genau. Kein Unterschied. Ist alles 1:1 exakt. Tabakmenge, Kohle ist dieselbe, Aufsätze, Pfeifen, Schläuche. Ja. Nur die Mundstücke sind anders, aber ja. Aber die Mundstücke sind auch gut, dass sie unterschiedlich sind. So wissen wir wenigstens, genau. Bei welcher Tabak drin ist. Ansonsten würden Richtig. Wir bei unserem Salat auf einmal unten dann merken, oh fuck, wir rauchen doch am falschen. Wobei... Richtig. Vielleicht merkt man es ja. Ja, also da kommen wir auch direkt mal zu dem kurzen Zwischenstand, was das Anrauchen angeht. Ich muss sagen, der Deutsche drückt schon ganz schön. Ja. Und ich habe auch nichts im Kopf gespürt, also in meinem Kopf jetzt, nichts im Kopf gespürt von dem Ausländischen. Und dann habe ich, keine Ahnung, eben 10 Züge von dem Deutschen genommen. Und hatte direkt, ihr kennt das ja so ein bisschen, nicht dieser typische Nikotinflash, aber das geht so ein bisschen in den Kopf. Es wird einem so ein bisschen schwummrig, so ganz leicht. Kam bei dem Deutschen sofort. Ja. Und der Deutsche hat eine viel penetrantere, süße Note. Der Ausländische ist viel fruchtig frischer. Und so viel auf jeden Fall zum Zwischenstand. Also, findest du das auch so? Ja, also ich kann das unterschreiben. Ich finde, da ich jetzt den Kopf angeraucht habe, habe ich es, glaube ich, noch extremer als du. Und ich muss sagen, ich merke auf jeden Fall einen Unterschied. Mal schauen, wie es halt der Stand sein wird, wenn wir ihn angeraucht haben und dann im Video rauchen. Ja, und deswegen rauchen wir jetzt nochmal fertig an. Und wenn beide Köpfe ordentlich qualmen und an sind, melden wir uns nochmal zurück. Bis dahin jetzt wieder kurz Timelapse. So, Freunde, vielleicht hat man es eben in der Timelapse ein wenig gesehen. Wir haben die Kohlen jetzt mal exakt von dem äußeren Metallrand vom Broad Phoenix ein Stückchen in die Mitte. Also das Ende von der Kohle liegt jetzt genau bündig zu dem kleinen Metallring, der außen ist. Und auf jeden Fall identisch auf beiden Köpfen. Genau, haben wir wieder gleich gehalten. Schauen wir uns mal an, wie die beide rauchen jetzt ohne Timelapse. Ich würde sagen, relativ identisch. Ja, wobei ich würde sagen, deiner raucht einen Ticken mehr. Mehr würdest du sogar sagen? Ich würde sagen, deiner raucht... Ich hätte jetzt sogar weniger gesagt, aber...
Echt? Vielleicht ist das einfach von Ego-Perspektive zu andere Perspektive. Nehmen wir nochmal einen Zug. Tauschen wir einfach einmal für Züge. Nee, ich würde sagen, du gibst mir jetzt kurz deinen Schlauch. Ich nehme mal von jedem Zug noch einen, also von jeder Shisha noch einen Zug. Ja, wir haben auf jeden Fall den perfekten 1:1 Vergleich jetzt am Start. Gönn du dir auch mal von jedem einen Zug und ich fange schon mal an. Also was auf jeden Fall schon mal geblieben ist, meiner Meinung nach, ist, dass der Deutsche viel mehr drückt. Also das heißt viel mehr drückt. Der Ausländische drückt null. Der geht ganz locker weg. Und der Deutsche drückt für mich heftig. Ja, also man muss sagen, der Deutsche drückt um vieles mehr. Ich muss sagen, auch beim Anrauchen war es einfach direkt wieder der Fall, dass man einfach merkt, wie extrem das einfach in den Kopf ballert. Ja. Aber nicht wegen Nikotin, sondern einfach, weil der einfach gar nicht schmeckt. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein krasser Unterschied ist. Und ich weiß nicht, ich habe den angeraucht und ich hatte direkt irgendwie dieses Gefühl im Kopf so, boah, das geht gar nicht. Ja. Ich kann von dem keine Ahnung wie viel ziehen und ich merke nichts. Wie gesagt, der geht ganz locker weg. Ja, und hier bei dem hat man direkt dieses im Kopf dieses Gefühl, dass dieses irgendwas schwere, nicht stimmt. Dieses wummrige Gefühl. Ja. So, wenn man den Kopf danach bewegt, dieses Nachziehgefühl, das man so hat. Ja, kommen wir nochmal zu Schnitt und Feuchtigkeit. Schnitt und Feuchtigkeit, würde ich sagen, sind beide top. Ja, sind top. Allerdings bei deinem muss man sagen, ist er deutlich feiner. Ja, er ist feiner geschnitten, also beim Schnitt ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Ich muss auch sagen, die Außenhaut sieht weniger feucht aus. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es einfach deswegen ist, weil der die Molasse besser aufgenommen hat. Ja, aber ich muss sagen, deiner raucht mehr. Also für mich war auch deiner deutlich mehr. Und es ist auch deutlich angenehmer. Ja, das auf jeden Fall. Geschmackstechnisch. Ich muss sagen, ich habe es ja eben kurz bei dem Zwischenschnitt vom Anrauchen gesagt. Der Deutsche hatte für mich eine viel krassere süße Note dabei. Die kommt langsam auch bei dem Ausländischen, aber bei dem Ausländischen ist es einfach so eine schöne, fruchtige, süße Note. Ja. Und bei dem Deutschen, keine Ahnung, es ist halt so, als ob man den irgendwie künstlich süßer gemacht hätte. Ja, sehe ich auch so. Ist relativ schwer zu beschreiben, aber ich glaube, so kommt es auf jeden Fall am nächsten ran. Und ja, aber vom Rauchverhalten bis auf das Drücken, also jetzt wirklich nur vom Rauch, finde ich relativ identisch. Geschmackstechnisch. Die Minznote bei dem Ausländischen kommt viel, viel besser rüber. Ja. Es schmeckt wirklich, als hätte jemand kleine Pfefferminzstückchen vorher in den Tabak mit eingerührt, die jetzt wunderbar mitverdampfen und das Ganze echt extrem angenehm machen, extrem lecker frisch wirken lassen. Ja. Und bei beiden kommt es gar nicht durch. Nee, bei dem Deutschen überhaupt nicht. Also die Minznote in dem Deutschen ist meiner Meinung nach ziemlich schlecht getroffen. Oder nicht vorhanden. Nicht vorhanden, ja. Und ich würde auch sagen, also dieser allgemeine Geschmack ist was ganz anderes. Der eine schmeckt richtig geil nach einer Minztraube. Der andere, der Deutsche, schmeckt wirklich nach so einem, ja, nur Traube und dann versucht irgendwie den Süß zu pushen. Ja. Und deshalb, ja, ein klarer Unterschied. Ja. Punktebewertung mäßig würde ich dem 9,5 geben. Und dem Deutschen vom Geschmack her vielleicht noch 6, aber mit dem ganzen Rauchverhalten von wegen, dass es drückt und so weiter, würde ich eher 4 sagen. Also ich finde ihn halt echt, man kann ihn kaum rauchen. Ja. Er geht direkt in den Schädel, er drückt unangenehm beim Rauchen. Von daher würde ich mir da wahrscheinlich keinen neuen Kopf von machen und den ausländischen Traubenzweig, da kann ich 3 Köpfe von am Tag rauchen. Ja, also bei meiner Bewertung ist es sogar noch ein Stückchen krasser. Ich würde dem ausländischen Alfacher definitiv 10 geben, weil er dieses Traube-Minze-Verhältnis perfekt trifft. Ja. Meinem würde ich 2 von 10 geben, weil er einfach drückt, nicht schmeckt, es ist keine Minznote vorhanden. Also definitiv 2 Sterne und das ist halt einfach ein deutliches K.O.-Kriterium für den. Also ich würde den nicht nochmal rauchen. Ja. Auf keinen Fall. Preistechnisch muss man vielleicht noch sagen, der wurde mir ja von einem Kumpel mitgebracht. Mit Zoll und so weiter bin ich dabei 35 Euro für das Kilo gelandet. Was dann
7 Euro für 200 Gramm wären. Der ausländische, der deutsche, kostet ja 17,90 Euro. 17,90 Euro für 200 Gramm. Was schon echt heftig ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man den eigentlich nicht guten Gewissens rauchen kann. Ja, vor allem auch nicht guten Gewissens weiterempfehlen kann. Nee, auf keinen Fall. Von daher, ich habe es eben nochmal in der Timelapse zu Warren gesagt. Ich hatte schon häufiger den Vergleich, dass ich mal einen Monat später ausländischen geraucht habe, dann einen Monat später wieder den deutschen und so weiter hin und her. Jetzt im 1:1 Vergleich muss ich einfach sagen, es sind Welten, wirklich einfach Welten zwischen dem ausländischen Tabak und dem deutschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was bei Alfacher im Werk passiert, ob der deutsche eine komplett eigene Produktion ist, ob die jetzt einfach Probleme wegen den deutschen Gesetzen haben. Wie gesagt, das ist die ganz neue Produktion, wo die Nummern auf der Packung stehen. Aber auf jeden Fall heftiger Unterschied. Den ausländischen würde ich jedem empfehlen. Den deutschen niemand. Weil okay. Den kann man, so wie der da jetzt in dem Kopf ist, definitiv nicht rauchen. Ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch den Alfacher ausländisch zu holen, tut's auf jeden Fall, ihr könnt dabei nichts falsch machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den deutschen AF-Traubenminze euch zu kaufen, lasst die Finger davon. Ja, vor allem für das Geld. Spart das Geld für, keine Ahnung, 10.000 verschiedene andere geile Sorten, aber nicht für den. Und wahrscheinlich sogar vielleicht nicht für den AF. Nee. Aus Deutschland. Ja, also deutscher F auf jeden Fall. Ich werde mir demnächst keine Dosen von holen, bis ich irgendwie von Freunden gehört habe, dass sich das wieder eingependelt hat. Bis dahin begnüge ich mich mit dem Ausländischen, wobei ich sowieso immer den Ausländischen bevorzuge, wenn ich mal drankommen kann. Ja, von daher, ausländischer AF, definitive Kaufempfehlung, sehr, sehr geil das Ganze. Der deutsche, überhaupt nicht geil, definitiv keine Kaufempfehlung. Sehe ich genauso. Dann treffen wir uns hier bei den 10, würde ich sagen, und bei den 3. Ja. Ihr merkt schon an den Punkten, der Unterschied ist heftig. Wir hoffen, dass euch dieser kleine Vergleich gefallen hat, dass wir Licht ins Dunkel bringen konnten und mal einen originalen 1:1 Vergleich zwischen dem ausländischen und deutschen AF bringen konnten. Und sollte euch das Video gefallen haben, wie immer, lasst uns hier in der Mitte oder unten vor der Infobox ein Abo da oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja, wir hoffen, dass das kleine Special gut ankommt und wünschen euch guten Rauch und viel Geschmack. Bis zum nächsten Video, eure Shisha WG. Ciao.